Ich habe da eine Siegesserie geknackt, Puki, ne? In diesem Video stream-snipe ich Lukas Brawl Stars, um seine 200er Winning Streak zu eliminieren. Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem neuen Video! Lukas Brawl Stars streamt gerade seinen 24-Stunden-Stream von Samstag 9 Uhr morgens bis Sonntag 9 Uhr morgens. Und ich, Schlaufuchs, habe mal kurz reingeguckt und Folgendes ist passiert. Ich habe da eine Siegesserie geknackt, Puki, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Die ist noch nicht vorbei. 196 ist die gerade. Muss analysieren. Was musst du analysieren? Wie sehr ich dich hops genommen habe mit der Winstreak. Was ist deine Winstreak? Ich kann dir die gleich zeigen, aber da bin ich noch gerade dran. Also die wird noch weitergehen. 196. Ja, Leute. Lukas hat meine Winning Streak in seinem Stream, in seinem ersten Livestream seit über einem Jahr gefühlt, geknackt und hat 196 Wins. Bis jetzt. Ich habe 189. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Dass der dann auch noch so schelmisch lacht. Ich finde das wirklich eigentlich eine Frechheit. Also werden wir heute Lukas Stream snipen. Er ist jetzt gerade am Minigames zocken. Er macht so ein paar Turniere, um ein bisschen Geld mit seiner Community. Und in circa 1,5 Stunden wird er wieder weiter zocken und die Winstreak weiter ausbauen. Seine beiden Mates werden sein Retriever und Fake Jan. Und Retriever habe ich heute auf meiner Seite. Hallo Retriever. Hallo, hallo. Hallo. Leute, Retriever hilft mir, heute Lukas zu snipen. Und zwar, du bist der Mate, ne? Stimmt das? Ja, stimmt. Du, hast du ihm vorhin auch schon geholfen? Ja, ja, habe ich. Okay. Und ihr pusht jetzt gleich weiter auf ca. 700 und wollt so viele Wins wie möglich knacken, ne? Genau, ja, machen wir. Hat er schon so ein Ziel gesetzt, was er schaffen will? Also er wollte eigentlich heute Morgen die 100 knacken. Dann hat er gesehen, dass es halt sehr gut läuft. Und jetzt pusht er halt weiter auf die 60k. Ich verstehe. So, ein Riesenvorteil an dieser Stelle. Lukas Brawl Stars, ja. Hätte ich ihn mal in der FL. Er hat auf jeden Fall nicht super viele Brawler low und scheinbar wird er so auch auf 700 dann ungefähr zocken. Das ist so das, was wir hoffen. Und ja, ich habe Retriever heute an meiner Seite. Er wird mir helfen. Er schreibt mir immer, wenn es losgeht, wenn das Game startet, beziehungsweise wenn sie auf Suchen drücken. Retriever, wenn du das irgendwie hinbekommst, dann guck mal immer so, dass du als letztes auf Ich bin bereit drückst. Und bevor du drauf drückst, sagst du irgendwie jetzt. Und dann, wenn ich halt dieses jetzt sehe, dann drücken wir und du musst halt so eine halbe Sekunde später drücken. Also nicht direkt, wenn du jetzt drückst, schreibst schon drücken und das schreibst du mir auf Discord. So. Okay, ja. Ich habe nämlich dann den Discord-Chat nachher offen, habe dann mein Pull-Team, das werde ich euch gleich noch vorstellen und dann werden wir es versuchen, Lukas zu stream-snipen. Schon mal kleine Vorwarnung, wir wollen ihm nichts Böses tun, aber er wird denken, dass wir ihn komplett zerstören wollen. Wenn alle Stricke reißen und wir ihn nicht finden sollten, dann versuchen wir mal in die Lobby zu kommen, indem wir halt sagen, okay, ne, ich will ihm halt helfen. Ich hoffe mal, er lässt das zu. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass er dann schon Böses ahnt. Leute, bevor es losgeht, gebt auf jeden Fall Creator Code Puki im Shop ein, wenn ihr euch was im Shop kaufen wollt. Zum Beispiel einen Brawl Pass oder Brawl Pass Plus. Ich zähle auf euch. Gebt ihr noch alle 7 Tage neu ein. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und am 27.01. ist es soweit. Meine eigene Handyhülle kommt raus. Auf loonimerch.de/collection/Puki oder noch einfacher, hier den QR-Code scannen oder den Link in der Videobeschreibung öffnen. Kuss an alle, die sich was gönnen. Ihr könnt euch jetzt schon mal in den Newsletter eintragen. Leute, da haben wir Lukas Profil. Er ist gerade kurz vor den 60k und aktuell, ja, er hat noch ein paar Brawler niedrig. Wenn er die alle zockt, dann wird es halt natürlich schwierig, sage ich mal, ihn zu erwischen. Wir geben aber unser Bestes. Und da sieht man es nochmal. 196er Winning Streak. Das ist echt krass. Okay, Leute. Lukas legt eigentlich jeden Moment los. Der öffnet hier gerade noch seinen ganzen Brawl Pass. Währenddessen bereiten wir uns schon mal vor. Ich nehme jetzt hier Hypercharge noch hier in meinem Visier für 5000 Gold. Dann haben wir Crow natürlich auch maxed out. Und dann spielen wir gleich mit Crow. Leute, wir haben gerade rausgefunden, Lukas hat laut Zeitplan gerade Account maxen und pusht wohl erst in 4 Stunden wieder. Kann jetzt sein, dass wir richtig verkackt haben und jetzt erstmal 4 Stunden warten müssen. Aber ich tue alles für diesen Snipe. Ich will Lukas heute snipen. So, Leute, wir haben es 23:02 Uhr. Lukas hat begonnen, beziehungsweise sie sind gerade in der Lobby. Sie spielen, so wie es aussieht, leider mit Charlie auf 437. Und das wird echt schwierig. Erstens habe ich hier gar keinen Brawler auf 437. Und zweitens glaube ich nicht, dass das auf der Ebene... Alter, die spielen noch niedriger. Die spielen jetzt auf... Nee. Wie sollen wir den da snipen? Leute, das wird halt so gefühlt unmöglich, die zu snipen. Ich sag's euch, die wollen alle Brawler nach der Reihe hochspielen. Also keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber wow, da habe ich mir was vorgenommen. Okay, go, go, go. Ich habe das Go bekommen. Okay, wir sind gleichzeitig circa drin. Nee, was?
Oh mein Gott, das gibt es nicht. Ich muss ins Stream gucken. Ich spiele mit zwei Randoms. Ich habe sie in der ersten Runde bekommen. Das gibt's nicht. Leute, wir müssen tryharden. Nein! Oh mein Gott, die erste Runde, Digga, was? Oh mein Gott, nein, wir haben 1-0. Digga, die checken nicht, dass ich das bin. Ich spin mich. Leute, ich tryharde so rein jetzt hier. Die erste Runde wie random. Die haben es noch nicht gerafft, dass ich das bin. Oh mein Gott. Du spielst gegen Pork? Was? Na, ja, der heißt CC Puki. Meinst du, das ist der echte? LOL, er hat's gerafft. Boah, boah, lass mal lieber zwei haben noch safe. Ach ja, er will uns Minus gehen, aber damit du nicht die 200er Win-Win-Streak schaffst, so als Video-Idee. Das kann natürlich sein, ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, muss ich sagen. Na, lass mal echt tryharden jetzt, ne? Naja, die haben auch, ich weiß nicht. Na gut, die Pookie ist auch vor 11, ne, mit Willow. Oh mein Gott, komm, mein Mate. Digga, wir spielen mit Randoms. Ja, ist der echte, der hat das Creator-Abzeichen. Digga, Pookie, Alter, du bist der Ehrenloseste, ich sag's dir. Lukas. Ich spiele mit Randoms, es ist so dumm. Let's go! 1-1! Noch 20 Sekunden. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Die Ulti, Digga. Junge, du bist doch so ehrenlos, Pookie, Alter. Er spinnt sich, Digga, was? Okay, ich gönn ihn jetzt. Digga, dass ich das noch geholt habe mit meinen Randoms. Junge, du bist doch so ehrenlos, Pookie, Alter. Er spinnt sich, Digga, was? Okay, er will doch. Ah, ja, ich glaube, jetzt wird er viel, oder? Okay, ich hoffe, meine Mates verkacken jetzt eh, aber. Ja, GG. Die haben eben gespinnt, machen wir schnell rein. Ah, doch. Oh, let's go! Oh mein Gott! Minus Snipe verkackt, Pookie. Was denn da los, mein Freund? Ja, nee, wahrscheinlich hat er dann doch gegönnt, oder? Kann auch sein, ne? Das war halt jetzt irgendwie nicht eindeutig am Ende, ne? Oder? Ja, ich weiß auch nicht, aber wir gucken mal kurz. Das war, glaube ich, echt Pookie, ne? Hast du jetzt nochmal aufgenommen, oder was? GG, haha, first try, schreibt er. Digga, wie random. Digga, das ist so random. Oh mein Gott. Ja komm, Pork, ich muss dich jetzt eigentlich wieder mal adden hier. Ja komm. Der Liste ab. Ich nehme ihn an. Ist überhaupt hier noch? Nee, ne? Let's go, GG. War mit Randoms, wollte eh gönnen. Ah so, so, so. Krass, einmal mit Randoms hier auf entspannt. Hast du aufgenommen, Pork? Ja oh klar. Video kommt. Oh mein Gott. Digga, das war der erste Try. Junge, imagine so, ich zerstöre Lukas 200er Winstreak. Genauso wird das Video heißen, Lukas. Du hast gerafft. Pookie am Tryharden, samstags um 23.12 Uhr, ey. Für ein Video. Dass ich das noch erleben darf. Geil. Leute, ey, ich bin so happy. Ich dachte nicht, dass das noch klappt. Und wir haben wirklich, wirklich krass gespielt. Also Props an meine Random Mates mit Power 6 und Power 8. Wir haben das 1-1 geschafft. Wobei, ich bin mir fast schon sicher, dass Retriever... Er schreibt gerade, hab's extra spannend gemacht. XD. Kuss, ey. Das war cool. Ich glaube, ohne seine Hilfe wäre das so easy ein 2-0 für die gewesen. Aber so konnten wir zumindest auf dem 1-1 gehen. Da, was soll ich sagen, ey? Erste Runde, es ist so random, dass das auf 200 Pokalen geklappt hat. Lukas war echt kurz am Zittern um seine Winstreak, glaube ich. Aber so weit hätte ich es nicht gebracht. Also das wäre schon assi. Wir hätten es eh nicht geschafft, aber abgesehen davon wäre das schon sehr, sehr assi, auf 200 eine Winstreak zu snipen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und natürlich CC Pookie. Und ich zeige euch noch hier, dass das der echte Lukas war. Ist ja eh klar. 200er Winning Streak jetzt. Let's go. GG.